Also mein Name ist Ensinger, mit Vorname Hans Horst, aber jeder, der mich kennt, der nennt mich Hermann. Ich bin geborener Bonnheimer, von Bonnheim dann später ins Westend gezogen, in die Siesmeierstraße. Und da mussten wir ausziehen, weil das Haus, wo wir drin gewohnt haben, Siesmeierstraße 9, kriegsbeschädigt war von einer Fliegerbrandbombe. Und dann mussten wir ausziehen und da haben wir hier in der Waldschmidtstraße die Wohnung bekommen. Meine Frau habe ich kennengelernt bei der Arbeit und wir haben 63 geheiratet und da ist er auch hier mit eingezogen. Also ich habe nichts zu melden hier. Seitdem wohnen wir jetzt dieses Jahr 70 Jahre in der Wohnung Waldschmidtstraße 42 im vierten Stock. Hier ist der Zoo, ja, den kann man ja sehen, ne? Der Baum, der grüne Baum da hinten. Und das ist ganz angenehm. Früher hat man immer mal einen Löwen brüllen hören, aber wahrscheinlich haben wir keine Löwen mehr. Das ist ruhig geworden. Ne? Die Umgebung ist wunderbar. Ne? Wir haben schöne Aussicht hier und die Gegend ist auch verhältnismäßig ruhig. Da sind ja, nachdem wir hier eingezogen waren, die Bäume gepflanzt worden. Was sind die so groß geworden? Ne? Und hier hinten ist ein Baum vor einigen Jahren umgeknickt, der war morsch. Und er hat aber jetzt die Gesellschaft ein neues Bäumchen pflanzen lassen. Ich habe gesehen, der hat auch schon grün jetzt. Ne? Die Gegend ist schon schön. Ne? Ich heiße Margot Krämer, geborene Rode. Ich bin geboren in Marienburg am 24.08.1937 und bin jetzt seit 1964 hier in dieser Wohnung. Ich bin ein Waisenkind. Ich bin mit 6 Jahren ins Waisenhaus gekommen, weil meine Mutter schwer krank war. Ich komme oben von Ostpreußen, von Marienburg. Weil ich ein Flüchtling war, haben wir dann die Wohnung hier gekriegt. Ich musste aber 3.000 Euro, hatte ich ja als Flüchtling bekommen und das Geld wurde dann der neuen Heimat gegeben für die Wohnung. Und dann habe ich mir hier eine Stelle gesucht durch eine Zeitung. Ja, und dann bin ich hier runter, da habe ich meinen Mann kennengelernt, ich geheiratet, 1. Mai 1964 hier eingezogen. Das kann ich Ihnen sagen, das war herrlich. Hier erstmal bin ich hier zu Hause, was ich brauche ja nicht mehr Platz. Ich habe die Küche, ich habe dies, habe Schlafzimmer. Ich möchte nicht mehr hier weg. Und so nach und nach haben wir uns dann halt hier immer mal was Neues einfallen lassen. Ne? Das ist schon der zweite oder der dritte Teppich. Einer war mal so ein Sisalteppich, den mussten wir rausreißen, weißt du noch? Ja. Wir haben auf den Knien gelegen und mussten es wieder abschaben, rausreißen. Und dann haben wir uns den reinlegen lassen. Ne? Anfang der 1960er Jahre, die hatten wunderbare Badewannen und Kacheln. Und das hat uns so gut gefallen, da sind wir dahin und habe gesagt, ob sie uns das Bad einrichten können, ausbauen können. Habe ich gesagt, das können wir machen, ja. Und in einem Tag hatten die das ganze Bad umgebaut. Und das Ende vom Lied war, sie hat sich damals Sie müssen mal reingucken nachher, die schwarzen Kacheln, heute vollkommen unmodern. Da ist das ganze Haus aber gekommen, hat sich das Bad angeguckt, die schwarzen Kacheln. Das war der letzte Schrei damals. Also da haben wir, wie gesagt, viel in die Wohnung reingesteckt, da die ganze Küche einbauen lassen und naja, aber wir haben uns wohl gefühlt hier drin. So, jetzt gucken Sie mal da raus, bitte. Was sehen Sie da? Wenn Sie da sehen, das ganze Dorf da, da sehen Sie da, Sie sehen die Wolken kommen, Sie sehen das alles, das ist so, Sie haben so einen schönen freien Blick. Wer hat den? Sagen Sie mir das mal. Und ich war jetzt, vor einem Jahr war ich wieder im Krankenhaus und dann war ich dann in einem Zimmer. Ich habe meine Wohnung noch nie so geliebt wie da. Ich habe immer nur gegen so eine graue Wand geguckt. Da habe ich gesagt, Kerl, was bist du reich? Ich habe nur gesagt zu meiner Tochter, du kannst mich überall hin tun, nur nicht in ein Pflegeheim. Ich weiß es, so warm ich hier sitze, wenn ich da reingehe, ich lebte nicht lange.
die haben schon ein paar Mal angeboten, im ersten Stock ist schon ein paar Mal die Wohnung frei geworden. Wollte nicht in den ersten Stock ziehen, haben wir gesagt, nee, wir nehmen das gerne in Kauf. Solange es noch geht, das gerne in Kauf, die Stockwerke hoch. Die Ärzte sind ganz begeistert, wenn wir irgendwo hinkommen zu unserem Hausarzt. Wie alt sind sie? 94? Sie laufen doch die 4 Stockwerke hoch. Ja, ja, müssen wir. Sagt er, das ist das beste Training, was sie machen können. Ich meine, sie sagt, manchmal wollen wir nicht einmal ins Heim, sag ich, um Gottes Willen. Da sind wir auch mal hingelaufen, haben uns das angeguckt. Dann haben wir gesagt, um Gottes Willen, nur nicht, ne? Solange es geht. Und deswegen sage ich mir, ich wohne hier, ich habe hier alles. Sie wissen ja, die Wohnungen werden ja alle teurer. Auch wenn Sie heute das dann sehen, die werden heute auch hergerichtet, die Wohnungen. Nicht? Und es kostet ja alles Geld. Aber wenn ich was will, dann frage ich. Ich persönlich kann mich nicht darüber beschweren. Gucken Sie mal, ich kann meine Wohnung machen. Ich habe weder, wenn die Heizung kaputt ist, habe ich keine Sorgen, dann kann ich melden. Wenn da was ist, kann ich melden. Ich habe ja, brauche ja nur meine Wohnung. Wenn es oben am Dach ist, brauche ich es nicht zu machen. Sicher, Sie müssen es bezahlen, das ist klar. Aber ich selber brauche es nicht zu machen. Ich brauche das nur zu sagen. Wie gesagt, ich habe zur GmbH immer ein gutes Verhältnis. Vorher zur Merian gutes, zur GmbH auch. Zum Hausmeister gutes Verhältnis. Hat schon manchmal hier gesessen, hat einen Kaffee mit uns getrunken. Wenn wir irgendwie Wünsche hatten oder es musste mal was repariert werden, da hat es nie Schwierigkeiten gegeben. Habe ich angerufen und es ging auch alles. Ne? Wenn wir irgendwie eine Zeit hatten, mal eine Woche frei, waren wir weg, waren wir unterwegs. Deswegen haben wir nie dran gedacht, ein Haus zu bauen oder ein Haus zu kaufen. Und wir haben das Geld reingesteckt in den Urlaub. Wir haben das noch nie bereut. Die Nachbarschaft, ich muss sagen, wir haben mit der Nachbarschaft immer gut gelebt. Es hat eigentlich nie irgendwelchen Krach gegeben. Die finden es nicht mehr notwendig, mal zu klingeln. Wir sind der neue Mieter, ich heiße so und so, daneben. Den habe ich vielleicht 3 oder 4 Mal gesehen, der wohnt schon 2 Jahre hier. Nur im Treppenhaus, guten Tag, das war alles. Ne? Das hat sich ein bisschen leider. Früher hat man alle, am Anfang alle Mieter gekannt hier, man hat immer ein gutes Verhältnis gehabt. Nein, die jungen Leute gehen vorbei, die grüßen nicht, die gehen einfach vorbei, das ist so. Das kannten wir früher nicht, ja, da war das anders. Aber es ändert sich ja alles, vielleicht haben sie auch einen anderen Interessen und dann wissen sie ja, wie das manchmal läuft. Was würden Sie denn sagen, macht für Sie Ihr Zuhause heute aus? Na, dass wir uns wohlfühlen. Diese paar Räume, die kann ich mir halten und dann geht's mir gut. Eine Frage habe ich noch. Ja. Sie sind ja Frankfurter Bub, so ein richtiger. Ja. Was ist denn hier schiefgelaufen? Sie ist. Das müssen wir jetzt beurteilen. Sie ist Dortmund-Fan. Sie ist Dortmund-Fan. Na, okay. Das erklärt so einiges. Jetzt verstehe ich alles. Alles gut.